Und wenn du so einen leckeren Apfelstrudel machen willst, bleib dran, ich zeig dir, wie er geht. Die Zutatenliste findest du in der Infobox. Als erstes ziehen wir das Mehl auf die Arbeitsfläche und formen eine Mulde in der Mitte. Ihr könnt den Strudelteig natürlich auch mit einer Küchenmaschine zubereiten. Aber ich mache ihn altmodisch von Hand. In die Mulde geben wir jetzt Wasser, Öl und Salz. Nun kneten wir alles zu einem Teig. Sollte der Teig zu klebrig sein, fügen wir noch etwas Mehl hinzu, da sich Mehl je nach Sorte unterschiedlich verhält. Den Strudelteig zu einer runden Kugel formen und in eine Schüssel geben. Gleich darauf den Teig mit etwas Öl bestreichen und für circa eine Stunde lang rasten lassen bei Raumtemperatur. In der Zwischenzeit können wir die Apfelmasse zubereiten, indem wir die Äpfel schälen, vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Im Anschluss geben wir Zitronensaft, Zimt, Zucker, geriebene Haselnüsse, Semmelbrösel und etwas flüssige Butter zu den Äpfeln und vermengen das Ganze. Nun nehmen wir ein großes Leintuch oder Strudeltuch und bemehlen das Tuch. Nun den Strudelteig auf das Strudeltuch geben und den Teig ebenfalls bemehlen. Den Teig nun ausrollen. Wenn ihr kleinere Strudel machen möchtet, könnt ihr den Teig einfach halbieren. Danach ziehen wir den Strudelteig vorsichtig aus, bis er hauchdünn ist. Sollte der Teig dabei kleine Risse bekommen, ist das nicht schlimm. Jetzt die Apfelmasse gleichmäßig auf den ausgezogenen Strudelteig verteilen, dabei etwa ein Viertel des Teiges am Ende freilassen, die Seiten des Teiges einklappen, etwas flüssige Butter über die Äpfel gießen und anschließend den Strudel vorsichtig aufrollen. Gleich darauf ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Apfelstrudel vorsichtig darauf platzieren. Nun den Apfelstrudel mit flüssiger Butter oder mit verquirlten Ei bestreichen und bei vorgeheiztem Backrohr 160 Grad Unter- und Oberhitze für ca. 40 Minuten lang backen. Jetzt, wo die Zeit verstrichen ist, den Apfelstrudel aus dem Backrohr und auskühlen lassen. Dann anschließend anschneiden und anrichten. Dazu gab es Schlagobers. Was mögt ihr am liebsten zum Apfelstrudel? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, würde ich mich natürlich über ein Follow freuen, beziehungsweise ein Abo. Mahlzeit!